Ja, schönen guten Abend zusammen zur ersten Pressekonferenz nach dem ersten Heimspiel, so ist es richtig, des Jahres Buchloe Gerrits Ried. Ich möchte, bevor ich Sie jetzt alle beim Bringen begrüße, Ihnen allen noch ein gutes neues Jahr wünschen, ein erfolgreiches, vor allem aber gesundes. Ja, dann kommen wir zum Tagesgeschäft. Ich möchte, wie gesagt, bei den Trainern willkommen heißen, Florian Funk auf Seiten unserer Gäste, Norbert Zabel auf Buchloer Seite. Ja, Herr Funk, 4:2 der Endstand, ein enges Ergebnis, war auch ein enges Spiel. Am Ende ja, sind es die 3 Punkte für die Buchloer, aber ich denke, Sie sind nicht ganz unzufrieden mit dem Auftritt Ihrer Mannschaft heute. Oder sehe ich das anders? Also, ich bin nicht unzufrieden mit dem Auftritt meiner Mannschaft. Wir haben gut dagegen gehalten, weil die Situation ist ja so, wir können schon lange den 10. Platz nicht mehr erreichen. Aber wir legen natürlich auch die Spiele nicht den Gegner schenken, also das ist ganz klar. Und Buchloe liegt uns ein bisschen, die spielen körperlich hart. Damit kennen sie mich komischerweise auch. Und ist natürlich so, die sind uns läuferisch ziemlich überlegen in seinem Spiel. Was halt war, die haben ein bisschen viel Chancen braucht. Und da die Chancen braucht haben, waren wir plötzlich immer wieder im Spiel. Und dann sind sie halt nicht weggekommen. Und bei 2-1 weißt du genau, wie das ist, was die Situation ist. Jetzt waren sie wirklich, dann sind sie ein bisschen nervös waren bei 2-1 auch, weil sie halt gewusst haben, sie brauchen unbedingt die Punkte. Und bei uns geht das dann ziemlich locker in seinem Spiel, weil die Punkte sind uns ja völlig egal da. Fall. Aber das war dann interessant zu sehen, die haben dann den Druck irgendwie nicht hergebracht mehr und plötzlich haben wir so Chancen gekriegt, weil die mit Schein versprungen ist oder haben es drüber geguckt, wenn sie über zwei gespielt haben. Da waren wir dann plötzlich wieder ganz nah an dem Spiel und dann mit dem Ausgleich, aber im Endeffekt haben sie es verdient gewonnen und die werden auch verdient Zehnter werden, weil die sind die stärkste Mannschaft da unten, also zumindest gegen uns die 2 Spiele. Und unsere Leistung war gut heute. Ich bin zufrieden. Alle sind zufrieden, haben wir wieder angefangen. Ähnliches Spiel wie vor einer Woche gegen Germering, umkämpftes Spiel. Wir haben es lange offen gehalten, wenn man es mal so nennen darf. Vergebene Chancen, am Ende auch noch einige Unterzahlsituationen. Letztendlich steht aber ein ganz, ganz wichtiger 4:2-Sieg. Ja, dein Statement noch bitte zum Spiel. Er hat das ja super ausgeführt und genauso habe ich es auch gesehen. Wir haben einfach dieses dritte Tor nicht schießen können nach diesem 2-1. Da haben wir es eigentlich in der Hand gehabt, dieses dritte Tor zu machen. Machen es eben nicht und dann fällt dieses 2-2 und dann kommt genau diese Situation. Jeder weiß, wir wollen diesen 10. Platz erreichen und dann wirst du nervös. Aber was mich eigentlich heute am meisten geärgert hat in unserem Spiel, ist, dass heute nur eine Handvoll Spieler auf dem Eis waren, die Verantwortung übernommen haben. Und das war die letzten Wochen nicht so. Da haben wir einfach eine Mannschaft auf dem Eis gehabt, da hat Nummer 1 bis Nummer 20 hat Verantwortung auf dem Eis übernommen. Und das habe ich heute nicht gesehen. Ich habe heute, wie gesagt, nur 3, 4 Spieler auf dem Eis sind, die wirklich dieses Spiel entscheiden wollten. Und das reicht einfach nicht. Und wir brauchen alle, und wir haben das in der Drittelpause das mehrfach angesprochen, dass wir eben alle brauchen für einen Sieg. Und irgendwie war es aber heute nicht möglich. Ich muss aber auch dazu sagen, vor einem Monat oder eineinhalb hätten wir solche Spiele verloren. Und jetzt sind wir auf dem Weg. Ja, wir geben halt nicht auf. Das war ja schon immer eigentlich unsere Stärke, dass wir bis zum Schluss kämpfen. Und sind halt dann wieder mal belohnt worden jetzt. Und 4 Siege in Folge haben wir jetzt, glaube ich. Das gibt natürlich ein bisschen Auftrieb. Fahren mit dicker Hose nach Memmingen und dann schauen wir, was da los ist. Wir haben es gerade eben schon angesprochen, für euch geht es eigentlich, ich glaube, seit dem letzten Wochenende fix schon nicht mehr ums Erreichen der Zwischenrunde, sondern lediglich jetzt noch in den letzten Spielen sich möglichst teuer zu verkaufen. Jetzt geht es nächste Woche noch gegen Pegnitz. Ist das ein Vorteil jetzt, so einen möglicherweise direkten Konkurrenten unten in der Runde so kurz hintereinander zu haben, oder sehen Sie es eher als Nachteil an, dass sich auch die Mannschaften vielleicht schon ein bisschen was austaktieren können? Ja, das kann jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil werden. Also das ist jetzt ein bisschen situationsbedingt. Wir waren da hier, ich war mein Leben noch nie in Pegnitz. Schauen wir uns das mal an. Ich hoffe auf Regen oder so, weil das erste Mal, wenn es schlecht bei uns zum Spiel machen, gerade genau wie in Pegnitz gespielt, die haben wir da noch. Und das gleiche helfen. Aber ich sag, wenn sie spielt gegen jeden und 4-mal in der Woche, wo es zählt, die Wege zu sein aus dem Rennen, wenn sie heute gewinnen, dann haben sie nochmal ein Nachholspiel auch noch, die haben ja noch 3 Spiele, bis es aus ist. Und
ich denke, die werden sich auch kein Bein ausreißen. Da möchte jetzt keiner irgendwie dem anderen, glaube ich, zeigen, wie stark er ist. Wir haben da schon seit 3 Wochen ungefähr abgeschlossen mit der Sache. Aber unsere Boss haben aufpassen, wir spielen sie überzeugen, was meinst du das? Aber wir spielen eigentlich anders überzeugt, aber dagegen hinschauen sie machen nicht. Was ist diesmal was anderes? Manchmal gut, manchmal schlecht. Aber wieso? 2 Spiele noch, Freitag in der Woche, dann ist eigentlich wurscht, wer der Gegner ist, dann müssen wir mal schauen, dass wir wieder punkten. Und den Einsatz müssen wir drüber wie heute. Ein bisschen Glück haben. Und wieder die gleiche Chance. Dankeschön. Ja, für uns 2 Endspiele, 3 Punkte reichen. Vorausgesetzt Pfaffenhofen, die führen momentan knapp noch 5:4 gegen Liegnitz. Dann würden 3 Punkte reichen. Aufgrund des besseren Vergleichs, holen wir die bereits am Mittwoch oder holen wir die erst, wie bei uns so oft üblich, erst im allerletzten Spiel auf die letzten Runde? Kann ich leider nicht sagen. Also wir sind sicher bemüht, wenn wir nach Memmingen fahren, und ich denke, dass am Feiertag auch relativ viele Zuschauer in Memmingen sind. Ich denke auch, dass viele Buchler mitfahren. Und bis jetzt war es immer ein heißer Tanz gegen Memmingen, zu Hause sowieso. Und in Memmingen, denke ich, zum Derby, da sind die Buben schon heiß. Und schauen wir mal. Also ich bin da ganz guter Dinge. Auf jeden Fall gibt es einen anderen Auftritt wie heute. Freuen wir uns drauf. Freuen wir uns drauf. Und ja, Mittwoch gerade schon angesprochen, 18 Uhr in Memmingen, letztes Heimspiel. Heute in einer Woche ebenfalls 18 Uhr, nicht wie sonst 17 Uhr. Gegen Pegnitz. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche unseren Gästen alles Gute für die weitere Saison. Eine sichere Heimreise. Ja, und dann sehen wir uns aller spätestens in einer Woche wieder. Schönen Abend noch. Danke. Ja.